Mann wird von einem Zug angefahren und liegt 3 Wochen im Krankenhaus. Er hat immer noch die Rippen und ein Bein gebrochen. Nach dem Verlassen des Krankenhauses geht er in ein Modellbaugeschäft und sagt: Guter Mann, geben Sie mir bitte diesen Zug dort. Der Kassierer stellt ihn auf die Theke und sagt: Das macht dann 130 Euro. Der Mann holt aus seiner Tasche einen Hammer und zerstört diesen Zug. Der Kassierer fragt: Was soll denn das? Und der Mann antwortet: Man muss sie zerstören, solange sie noch klein sind.